obwohl ich ja eigentlich ein Zugezogener bin, aber nee, das ist jetzt meine Heimat. Ich will ja auch nie wieder weg. Man hat ein Gesicht für Gelsenkirchen gesucht und ich habe mich einfach bewogen gefühlt, mitzumachen. Als ich den Aufruf gelesen habe und da dachte ich mir, ich wohne seit 1963 in Gelsenkirchen und wenn nicht ich, wer dann? Bilder sind die erste 1, 2, 3, die ich mache, von jedem Mensch, wo ich auch noch keine Vorgabe gegeben habe an den Mensch, so dass der Mensch tatsächlich so drüber kommt, wie er ist, ziemlich privat. Die Aktion einfach originell, als ich davon gehört habe und habe gedacht, weil ich jetzt den ganzen Umbau des St. Sachs-Hauses jeden Tag mitverfolgt habe, möchte ich eigentlich auch gerne mein Gesicht dafür zur Verfügung stellen. Gut, ich hatte eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, dass ich ausgewählt bin, aber finde das jetzt ganz toll, dass das so ist. Ich finde den Neubau des St. Sachs-Hauses überhaupt toll und bin sehr gespannt darauf, wenn man dann das erste Mal da reingehen kann, wie das aussehen wird. Und ich glaube auch besonders das Atrium wird mich da faszinieren. Weil ich Gelsenkirchnerin bin und stolz darauf bin, Gelsenkirchnerin zu sein. Ich bin in Gelsenkirchen geboren und lebe heute noch in Gelsenkirchen. Also man sieht schon an der Bandbreite, dass wir auch schon über das Lebensalter ziemlich viel erfassen konnten, weil gerade Frau Geig mit ihren 93 Jahren hat natürlich die Stadt erlebt, durchaus noch in der Weimarer Republik, während der Nazi-Diktatur, in den Wiederaufbaujahren und. Also hier stecken ganz, ganz viele Biografien auch hinter den Gesichtern, die alle eng mit der Stadt verbunden sind. Ich finde es gut, dass die Leute überhaupt mit einbezogen werden. Deswegen habe ich auch mitgemacht. Ja, ich habe gedacht, kommst du sowieso nicht dran, aber wenn du dran kommst, ist auch gut. Und so ist es super. Das Gelsenkirchener Gesicht ist eben diese, also es ist wirklich, also diese Multikulti, also Gelsenkirchen ist Multikulti und das ist das Gesicht. Ich fand total super, dass Gelsenkirchen die Leute mit einbezogen hat, was die Eröffnung des neuen Hans-Sachs-Haus angeht. Ich fand das eine klasse Idee, dass die Leute mit einbezogen wurden, dass so eine Aktion ins Leben gerufen wurde. Es wird 4 große Tafeln geben und 24 kleine, sodass es insgesamt 28 Bilder gibt. Ungefähr 20, 25 Meter hoch. Ich werde dann auch ganz oft dahin gehen und mich angucken. Es ist eine Pracht, durch Gelsenkirchen zu gehen. Also ich bin stolz auf Gelsenkirchen. Das ist nicht so Epipetete. Ja, ich kann mir das eigentlich gar nicht woanders vorstellen. Auch wenn viele sagen, Gelsenkirchen wäre nicht schön, ich finde das Gegenteil. Diesen Strukturwandel von Zeche zur Familienstadt. Das ist meine Stadt.